Aber hier ist auch dein Geschenk. Was, wo denn? Es ist hier. Finde es. Du hast Skelettpferde? Ja. Und ich habe zwei. Du willst mir eins geben? Ich will dir eins geben. Oh Gott, danke schön. Weißt du, hast einen Sattel? Ja, oh natürlich. Gott. Aber gehört nicht mehr. Hat mir Eve ausgeliehen, LP. Ach, jetzt ist nice. Es meiner. Oh, jetzt schüsst sie nicht. Oh. Ich bin der Schnorrer in Raft Attack. Ich schnorr mich bei allem durch. Oh Gott, ist das geil. So Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. Dabei ist heute der Sinus. Sinus, hallo. Ja, hallo. Und wir wollen, haben heute ein bisschen was geplant. Erzähl mal, was tun wir denn heute? Wir tun die Häuser betrachten, die wir gebaut haben. Gegenseitig gebaut haben. Also gebaut haben. Du zeigst mir zuerst dein Zuhause und ich zeig dir dann mein Zuhause. Und das wird toll. Jo, gestern haben wir beide... Nee, du nicht. Stimmt, du nicht. Habe ich mit Klengarn, Kevin und Zander sehr lang gestreamt. Ich glaube 3,5 Stunden, fast 4 Stunden. Und da bin ich gut am Haus vorangekommen. Natürlich jetzt nicht krass, aber schon ein bisschen. Und Sinus, muss ich das auch mal angucken. Ja, das muss ich mir angucken. Was ich am meisten Craft Attack vermisse, ist Optifine. Ja, Optifine ist... und Shader. Ich finde, Shader wäre auch richtig nice. Ja, also das wäre wirklich... Ja, Shader und... Optifine, das wäre so Traum, aber naja. Wird auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich denke mal, wenn die richtige 1.9 released wird, aber man weiß halt nicht, wann das sein wird. Ja, aber ich glaube schon dieses Jahr noch, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, ja. Das wäre richtig nice. Weil eigentlich ist sie fertig. Ja, das sind ja nur noch kleine Bugfixes oder sowas. Zum Beispiel, wie wir Geister sind. Das wäre nicht schlecht, wenn das noch. Ja, das ist echt. Ich habe schon gedacht, ich hätte irgendeinen Fehler drin, aber dann hat mir jemand gesagt, ich glaube, das warst du sogar, dass. Ich glaube, nur ein Bug ist. Okay, dann. Diese schöne Kartoffelfeld. Oh, guck dir mal. Kartoffelfeld. Daran war ich gestern 1,5 Stunden. Okay, nice. Ja, ist auf jeden Fall auch schwierig. Guck mal, das Wasser hier. Perfekt. Perfekte Symmetrie auf jeden Fall auch. Ja, alles schön. Okay, und jetzt kommen wir zum Schmuckstück. Genau. Mit Premium. Ja, das Weiß-Weiß-Zeichen. Ja, gestern im Stream habe ich eine kleine Umfrage gemacht, was ich machen soll. Und wir haben, also wir alle zusammen, also Zuschauer und ich, haben beschlossen, dass wir ein Logo hier machen von mir. Also das Logo. Und der Raum wird komplett so bleiben. Das heißt, hier habe ich den Enchanted, der ist komplett fertig. Vielen Dank nochmal an die Bücher von Gamemaster, hat er mir gegeben. Nice. Dann konnte ich jetzt fertig machen. Und ja, an sich bleibt die Etage so. Was noch mein Plan ist, ich werde später hier Armor-Stands mir hinstellen. Und verschiedene Rüstungen hier aufbauen. Very nice. Das werde ich machen. Nächste Etage gibt es noch gar nicht zu sehen. Die ist jetzt fast fertig ausgehöhlt. Aber, das ist jetzt, das war's. Ist noch nicht, aber es kommt voran. Ich habe gestern, Leute, ich habe 2 Stacks Tintensäcke gefarmt. Allein um diesen scheiß Boden hinzubekommen. das ist ja alles mit grauem Teppich. 2 Stacks Inksacks, dann brauche ich auch noch Knochen, weil da brauche ich ja Knochenmehl plus Inksacks, um die Farbe hinzubekommen. Und Lapis hatte ich zum Glück, dann habe ich auch Wolle mega viel gefarmt. Auf jeden Fall ätzend. Aber ich finde es bis jetzt schön. Ich finde das, also den Teppich hier ist. Sanders Haus ist auch mega cool geworden. Also ja, das ist echt. Ja, ganz ehrlich, Leute, ich war so überrascht, dass ich das gesehen habe. Ich auch. So hätte ich nicht von Zander gedacht, dass er sowas Cooles dahin baut. Also das ist echt. Sieht fresh aus. Klengarns Haus, der Kackhaufen. Also das Haus von Zander werden wir auf jeden Fall auch noch einmal besichtigen gehen. Also nicht heute, aber das werde ich auf jeden Fall auch noch mal tun, weil das sieht echt nice aus. Ich war gestern kurz dort. Very nice. War ich überrascht. Und jetzt schubst mich nicht runter, ich habe 31 Level. Nee, ich habe auch 13 wieder. Also. Okay, wo geht's hier runter? Achso, jetzt bin ich tiefer nachgerannt. also wie gesagt, das Rauf- und Runtersteigen vom Berg ist noch ein bisschen ätzend. Ich werde wahrscheinlich mir mit Minecarts einen Lift hochbauen. Ja, das ist eigentlich die effektivste Variante. Ja, und genau, und dann daneben so einen kleinen Gang, wo man einfach runterspringen, Wasser landet. Also das ist, aber das ist ja sowas eher so Fertigstellung, also das braucht man jetzt. Ja. Yeah. Vor allem, ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Weißt du, wie es geht mit dem Minecart? Ja, ja. Okay. Ah, nice. Oh, das ist ein enchanteter Bogen. Wurde auf dem TS angeschrieben. Ich glaub, das ist gut. Ist wieder gut. Ja, nicht gut. Ich bin auf dem Weg. Ich bin jetzt bei Kungas Grundstück. Nee, ich bin längst voraus. Okay, nice. Wettrennen, wer als erster da ist. Ja, ich kann keine risky Moves mehr machen. Na, wahrscheinlich aber du sogar vorher, weil ich weiß nicht, was der schnellste, effektivste Weg ist. Ich weiß was, ja. Am besten, ja, hinterm Haus hoch. Ich gebe dir den Tipp, weil vorm Haus kommst du nicht hoch. Ja, du hast auch noch einen beschissenen Aufstieg. Ja, wird auf jeden Fall noch geil gebaut, so mit Brücken und so habe ich vor. Also so eine Art, wie sagt man diesen Brücken, die so in der Luft schweben? Weiß nicht. Brücken, die in der Luft schweben. Nice. Der perfekte Ausdruck.
Das habe ich so vor, noch zu bauen. Hängebrücken, genau, Hängebrücken. Jetzt habe ich das habe ich noch so vor zu bauen. Und dann wird man auch schneller hochkommen. So. Jetzt siehst du mein Kartoffelfeld. Nice, oder? Also das ist auch really nice. Meins ist ein bisschen schöner. Findest du? Ja. Ich finde halt, das finde ich jetzt. Im hässlichen Zuckerrohr, ich griefe erstmal ein bisschen. Er nimmt erstmal ein bisschen mit. Hast du überhaupt Zuckerrohr? Nee, ich habe keins mehr. Deswegen, ich habe alles außerdem zu Papier gemacht. Deswegen bin ich jetzt einfach mal hier. Ich habe ja auch dir, habe ich Zinus schon gesagt, ich habe ja im Stream bei ihm geklaut ein bisschen. Mich Kohle und Knochen mitgehen lassen, weil ich die brauchte. Ja. Einfach okay. Alle Knochen waren weg. Ja. Waren viele, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Ist das jetzt dein Haus? Lol, dein Haus sieht ja so nice aus von hier unten. Ja, das hier ist mein Haus, Leute. Ich sehe es hier. Der Alter, ist das hässlich. Halt dich noch. Findest du echt? Nein, natürlich, ist wunderschön. Okay. Sinus kann, ohne Witz, Sinus baut einfach mega geil. Jetzt brauchst du nicht übertreiben, so krass sieht das jetzt noch nicht aus. Also es sieht krass aus, wenn da mehrere Etagen sind. Also wenn da mehrere Etagen sind, dann wird das sick aussehen. Also ich finde, es sieht viel besser aus noch vor 2 Tagen. Weil vor 2 Tagen hast du gar nichts gesehen. Jetzt sieht man jetzt sieht man es endlich. Also, so ein kleines Haus. Das Glas ist gut, das ist, ja. Dann den. Ja, bei mir ist es eigentlich noch auch im Rohbau, sage ich jetzt mal so. Das hier wird noch geändert hier. Das sieht nicht so toll aus. Ich habe so 2 Treppen bis jetzt gebaut hier. Einmal der große Raum hier. Da werde ich so ein cooles Weihnachts-Special-Zeugs reinbauen. Man kann sich ja ein bisschen denken, was es hier sein wird. Hat was mit einem Baum zu tun. Oh, hier Dias und eine Dia-Rüstung. Die schenkst du mir, oder? Nein. Ich kann dir was anderes schenken. Ich zeige es dir später. Oh. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist so ein bisschen der Raum hier. Das finde ich ziemlich cool. Ist noch nicht fertig. Soll 2 Etagen hier haben, also eigentlich nicht mehr höher werden. Hier in der Mitte soll es noch ein bisschen höher werden. Sieht auf jeden Fall fresh aus, muss ich sagen. Hier kommt noch so ein Kamin hin, hier so ein Tisch, wo man so essen kann und sowas, was man ja in Minecraft immer macht, oder? Ja. Und dann Tisch. Alter, wenn man sich für jedes Mal, wenn man isst in Minecraft, an den Tisch setzen müsste, dann würde man nicht vorankommen. Ja, was ich vermisse, ist die Toilette, wenn man kacken müsste, so in eine, weißt du? Minecraft. Cool. Ja, trink. Und wenn stell mal vor, es kommt dann, das wäre voll cool, so eine Mod, wo man trinken, kacken, pissen, alles muss. Das wäre übelst nice, Mann. Das wäre voll realistisch. Hier geht's ja eine Runde. Hier geht's ja rund. Hier geht's dann hoch in den 2. Stock und hier geht's nach unten. Hier das siehst du auch. Das ist ziemlich hässlich. Ja, das ist auch nur ein paar Tiere und so. Aber hier ist auch dein Geschenk. Weißt du, wo denn? Es ist hier. Finde es. Du hast Skelett für dich? Ja. Und du, ich habe 2. Du willst mir eins geben? Ich will dir eins geben. Oh Gott, danke schön. Weißt du, hast einen Sattel? Ja, oh natürlich. Gott. Aber gehört nicht mehr. Hat mir Eve ausgeliehen. LP. Ach, jetzt ist es meiner. Oh, nee, jetzt tschüss, Dino. Ich bin der Schnorrer in Raft Attack. Ich schnorr mich bei allem durch. Oh Gott, ist das geil. Wie cool es aussieht einfach, wenn du reitest damit. Ich hab das mal selber Screen ganz davon. Ja, steh dich mal neben mich. Ganz schön. Das wird süß. Oh ja. Bin ich ein Geist? Du bist gerade kein Geist. Ich möchte so einen Screenshot von dir machen, wenn du wieder auf dem Pferd bist. Warte mal ganz kurz. Ja, ich bewege mich nicht. Alter, das sieht nice aus. Ja, sieht geil. Mit der Eisenrüstung passt das voll. Nicht bewegen. Ich bewege mich nicht. Guck mal nach unten. Ja, nice, Mann. Ein richtiges Foto. Wie geht schon wieder? Screenshot F2, oder? Ja. Fotoshooting. Ja, very nice. Ja, das sieht richtig cool aus. Jetzt hast du auch so ein Pferd. Jetzt, es haben echt schon einige. Eigentlich hätten wir jetzt noch Zeit, mal Zanders auch anzugucken. Sollen wir das noch kurz machen? Ja, können wir. Ja, dann sehen wir direkt alles hier. Also, was heißt alles, aber von Zander. So, dann. Really nice. Ich bin jetzt ein bisschen schneller. Ja, ey, aber das Pferd sieht richtig. Weißt du, das Spawn? Ich habe im Stream ein krasses Event gehabt. Da waren dort Skelettpferde und dann schlag ein Blitz drauf ein und waren da überall Skelette drauf. Das ist genau das, was ich meinte. Das ist in der 1.9 neu. Ich habe das auch miterlebt und das war voll anstrengend. Oh lol. Das war voll anstrengend, die Pferde so einzusammeln, weil man durfte nur den Typen auf dem Pferd töten. Ist ja klar, oder? Ja, klar, logisch. Das Pferd hat nicht so viel eingesteckt. Also es war richtig krass und ich habe dann von 3 Stück habe ich 2 bekommen. Und eins habe ich dir jetzt gegeben. Oh. Jetzt haben wir beide noch eins. Perfekt. Nice. Zumindest Skelettpferd Rider. Die sind übelst krass, ja. Also ich feiere die Skelette. Aber ich glaube, die Leute bei mir haben es selber noch nicht. Oh Gott, ich Creeper. Ja, auch so eins. Ist mega nice, Mann. Richtig viel Glück gehabt, war ich auf dem Server. Hat's geregelt. So, wie die Frage ist jetzt einfach, wie ich mit dem Pferd zu Zander komme und dann, wie ich mit dem Pferd zu mir komme. Ohne, dass es stirbt. Pass einfach auf, dass es nicht stirbt. Nein. Es hat ja viele Herzen zum Glück.
Okay. Was man vielleicht auch noch sagen kann, ich weiß nicht, wie aktuell es ist, aber zumindest ein neuer Teilnehmer ist schon dabei. Es werden auch weitere noch folgen. Er hat nämlich schon die erste Folge hochgeladen, deshalb kann man das ja ein bisschen ankündigen. Der erste Neue, der jetzt dazugestoßen ist, ist Domse. Hä? Ich bin unsichtbar? Siehst du mich? Siehst du mich? Ja, klar. Hallo? Ich bin unsichtbar bei mir. Kein Witz jetzt, das Pferd bei mir auch. Ich reconnect kurz. Hallo, Pferd. Oh. Da sehe ich es jetzt wieder? Ja, zum Glück. Ja, ich war einfach unsichtbar plötzlich. Das Pferd auch. Ich glaube, es war ein Bug. Auf jeden Fall, Domse Play ist neu dabei. Ja, da freue ich mich auch. Ich habe Domses Folge auch schon gesehen, die erste. Ich auch. Die ist sehr cool gemacht. Ja. Es werden noch weitere kommen. Also es sind. Das Draft Attack entwickelt sich gerade und wir sind auch richtig motiviert, hier mal so ein bisschen die Banger zu sein. Auf jeden Fall. Oh Gott. So. Ich dachte gerade, du fliegst runter mit dem Pferd, ey. Das traue ich mich jetzt nicht, du musst eine Brücke mir bauen. Oh lol, du schubst mich weg. Sklave, bau eine Brücke. Danke, das ist auf Danke. Jeden Fall. Best. So, warte. Zack, zack. Ich weiß, das findet er sicher gut, Sander. Ja, das stimmt. Also das ist Sanders. Also ich finde das mega cool gemacht hier mit dem Schwanzflosse eigentlich, ist das ja. Soll das darstellen? Okay. Ja, oh, also, hätte ich jetzt gesagt. Also das ist jetzt reininterpretiert von mir, aber das soll eine Schwanzflosse sein, oder? Ja, ich denk mal auch. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke auch. Okay, wie kommt man hier hoch? Er hat es noch nicht so. Ja. Ich glaube, das wird knapp für dich. Er riskiert es einfach alles klar. Oh lol, das sieht echt cool aus wie ein Fisch. Lol, als ob Alter, also, er gebaut hat. Also, das ist echt. Besonders ist auch individuell das Haus. Also, noch hier, also ich finde die Brücke und sowas noch recht hässlich, aber ich denke, dass da noch was umgebaut wird. Aber auf jeden Fall, der Style, das sieht echt wie ein geiler Fisch aus, also. Hat auch schon eine automatische Hühnerfarm, nicht schlecht. Ja. Wie viele die schon haben, den muss ich mir demnächst auch bauen. Ja, ich auch noch, aber. Sehr wahrscheinlich in der nächsten Folge tun, oder? Ja. Weil die ist einfach so effektiv, weil, ja. Ist ein kleines Weizenfeld. Dort unten baut noch. Revis Haus finde ich auch mega geil. Ja, dort unten ist Gamers Time also. Und eins weiter drüben ist Revi. Und ja, so sieht ein bisschen die Stadt bis jetzt aus. Ich habe jetzt in jeder Folge bis jetzt ein bisschen die Stadt gezeigt letztens. Also entwickelt sich schon echt. Also guck mal hier geil. Vorne. Wir können ja mal durchgehen. Hier vorne hat man echt gute Sicht. Also da vorne wohnt Klingern, hier wohnt Zander, da oben wohne ich, dahinter wohnt Sinus. Da unten wohnt JB. Genau. Da vorne ist Klim, dann da oben Kunga ist Basti. Kunga beim Totenkopf, genau. Dann Revi da vorne. Genau. Rechts da Gamers Time. Dann ist Skate dahinter irgendwo. Dann ist dahinter auch noch Rotpilz und Eve. Und Spark. Und Spark, genau. Spark noch. Der hat auch schon ein riesiges Haus. Ja, übertrieben. Petrit hat noch kein Haus, hat er geschrieben. Echt? Aber er baut einen ganzen Berg ab. Hä, hey, guck dir mal die Insel da vorne an. Ja, die ist richtig geil. Die habe ich schon in der ersten Folge gesehen. Doll. Die ist ja chillig. Cool. Die ist ja mega chillig. Skyblock. Ist wie Skyblock. Ja, die darf man nicht kaputt machen. Die hat echt Style, die Insel. Hat echt, ja. Einfach so gespawnt. Ist random. Das ist nicht gebaut. Das ist ja, deswegen. Das ist echt. Ja, dann versuche ich jetzt mal, das Pferd noch bei mir abzustellen. Da bin ich gespannt, wie du es anstellst. Ich glaube, Pferde können noch keine Leitern hochklettern. Also von dem her, viel Spaß dabei. Ich schaffe das. Wetten? Ja, ich glaube. Okay. Weißt du, du musst das so. Was du auch noch bauen kannst, ist so ein Pferdeaufzug. Also weißt du, dass du eine Treppe baust, wo du mit dem Pferd runter. Pferdeaufzug, ja, das wäre echt. Ja. Ja, generell, ich habe hier noch zum Glück Klängerns Treppchen am Stück. Die hilft mir ein bisschen. Oh, nice. Ich finde das, was bis jetzt JB gebaut hat, auch echt ziemlich cool. Ohne Witz, ich bin bis jetzt von. Alle machen bis jetzt coolen Stuff. Okay, das echt, wird hier. Aber es liegt auch daran, dass wirklich die Leute sehr aktiv spielen. Oh also, Gott, das ist ja Lava, armes Pferd. Ich wette, also wenn du es nicht schaffst, hinzubekommen, dass das Leben bei dir zu Hause ankommt, bin ich enttäuscht, weißt. Dann muss ich echt sagen. Okay. Ich baue jetzt. Hast du Dirt zufällig? Ich bin nicht mehr bei dir. Ich hätte Dirt gehabt, ja. Was mich verlassen. Ja, bitte, ich verlassen. Ich laufe jetzt mal nach Hause und guck noch, was bei mir so zu tun gibt. Wegfährt. Auf jeden Fall sicher die Hühnerfarm. Weiß ich nicht, ich weiß gerade gar nicht mehr auswendig, wie man die baut, aber dazu gibt es ja einige Videos. Ja, da gibt es auch schon. Also, ich habe ja auch angekündigt, wenn mein Hausprojekt fertig ist, werde ich auf Redstone ja umgehen. Also werde ich noch Redstone-Maschinen machen. Ja, nice. Ich denke, das werden auch echt viele machen. Das wird richtig cool. Ich hoffe, dass der Server das aushält. Wenn hier das ja, klar, Mann. Also, man darf jetzt nicht irgendeinen Kack da bauen. JB hat in der letzten Staffel ein automatisches Lagersystem gebaut. Das wäre auch richtig cool. Das Problem ist, ein automatisches Lagersystem frisst so viel Serverlast. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es sind so viele Hopper und so weiter. Aber es wäre natürlich ultra nice, das zu bauen. Ja, es hätte auf jeden Fall Style. Oh Gott, das Pferd da oben hinzubekommen wird echt.
Ich finde mein Haus cool. Oder ich, übrigens, hier wird auch noch was Cooles hingebaut. Was das sein wird, werdet ihr sehr wahrscheinlich im nächsten Livestream sehen. Und der nächste Livestream ist eigentlich, glaube ich, heute bei mir. Vielleicht fange ich hier schon an, das hinzubauen. Das wird richtig, richtig nice auch. Ich werde nicht damit hochgehen. Ich werde mein Pferd hier einfärchen. Ja, das ist. Ich glaube, das ist auch safer. Ja, was? Ich mache hier so einen kleinen Stallion. Ich habe jetzt leider kein Schild. Egal, das wird erstmal da stehen bleiben. Das wird mir ja keiner klauen. Ja, machst du einfach gehört, weiß. Also, wenn das jemand klaut, ist es uncool. Aber wird keiner machen. Beef dann. Ja, das war's. Wir haben ein bisschen was gezeigt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, Zinus ist ein Blödian. Ja, guckt auf jeden Fall nicht beim Weiß vorbei. Bei Zinus dürft ihr gerne vorbeischauen. Nicht aber Spaß, guckt gerne beim Weiß vorbei. Nee, bei Zinus dürft ihr nicht vorbeischauen. Oh. Also Leute, ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, auch bei mir hat's euch gefallen. Droppt ein Like und das wäre ziemlich nice. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.